Hallo Leute, heute habe ich für euch ein Rezept für gefüllte frittierte Auberginenscheiben. Zuerst Auberginen in Scheiben schneiden. Die Scheiben eine Stunde lang in Wasser mit ausreichend Salz geben, um sie zu entbittern. Nach einer Stunde das Innere der Auberginenscheibe mit einer runden Form oder einem Löffel entfernen, wie im Video gezeigt. Das Innere der Auberginenscheiben in Stücke schneiden. Auberginenstücke, Schinken, Eier, Thymian, Oregano, Salz, Pfeffer und Maisstärke in eine Schüssel geben und gut vermischen. Die Auberginenringe in heißes Öl legen. Dann die Mischung, die wir vorbereitet haben, vorsichtig in die Mitte geben und von beiden Seiten goldbraun braten. Wenn sie fertig sind, sie auf Küchenpapier legen, um überschüssiges Öl zu entfernen. Vor dem Servieren salzen. Viel Spaß beim Nachmachen, bis zum nächsten Mal.